Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie ihr merkt, habe ich jetzt längere Zeit mal pausiert. Ja, es lag auch daran, weil privat so einiges passiert ist und aber auch ich momentan keine so richtige Lust auf YouTube hatte. Und aber jetzt, wie gesagt, bin ich wieder da und ich starte jetzt mit einem Aufgebrauch-Video und zwar für März, April und Mai. Und ja, dann starten wir mal, weil es ist jede Menge. Ich habe alles in dieser Tüte gesammelt. Und ja, was zeige ich euch jetzt? Ich starte mit von Garnier Wahre Schätze sanfte Hafermilch für empfindliches Haar. Das ist das Shampoo. Es sind 250 Milliliter drin. Habe ich euch erzählt, dass ich das sehr, sehr gut finde. Und dass die Haare davon richtig, richtig schön weich werden und ich mir das auf jeden Fall wieder nachkaufen werde. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Dann habe ich hier, das ist auch eine Serie, glaube ich, werde ich gleich sehen. Fand ich auch sehr, sehr gut. Und zwar von Schauma Honigcreme. Das ist die Spül, habe ich gerade die Spülung gegriffen. Das sind 250 Milliliter. Finde ich auch sehr, sehr gut. Und ja, werde ich mir auch wieder kaufen. Ich werde jetzt switchen zwischen drei Shampoos, die ich sehr, sehr gut finde. Ja, ich habe auch noch andere Shampoos, die ich aber jetzt auch noch austeste. Entschuldigung, beziehungsweise austesten muss. Und ich werde euch dann berichten, auch von den anderen Shampoos, wie ich sie halt finde. Ich greife einfach so jetzt rein in die Tüte und werde sehen, was ich kriege. Genau, jetzt habe ich hier von der Serie noch das ist die Kur. Fand ich halt auch sehr, sehr gut. Und sind 200 Milliliter drin. Ich habe auch viele kleine Sachen leer gemacht. Und zwar sowas wie Badezusätze und Masken. Hier habe ich zum Beispiel von Isana einen Badezusatz. Und zwar Deine Traumzeit mit Lavendelöl. Ein spannendes Badesalz mit Lavendel und Vanilleduft. Genau. Mal gucken. Ja, riecht sehr, sehr gut, aber ich finde jedenfalls, dass man mehr die Vanille rausriecht. Und wie gesagt, das Badesalz hat sich, Badewasser hat sich lila verfärbt. Sind 80 Gramm drin und fand ich sehr, sehr gut. Ich habe jetzt mehr diese Badezusätze, habe ich jetzt eigentlich, denke ich mal, mehr oben drauf. Kommt noch ein Badezusatz, und zwar die Badekristalle Lebenswürze mit Mango und pinker Pfeffer. Gibt deinem Bad den richtigen Kick. Sieht so aus. Ich glaube, das Badesalz war, glaube ich, orange, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, und hat, also ich finde, mehr nach Mango gerochen und fand ich sehr, sehr gut. Sind 60 Gramm drin. Fand ich sehr gut. Noch ein Badesalz. Was ich nicht so toll fand, Paris Mon Amour, zwar pfleges Bad mit dem Duft aus edlen Rosen. Sieht so aus. Sind 60 Gramm. Das fand ich vom Geruch her auch nicht so gut. Und ja, ich glaube, das Bad hat sich, glaube ich, auch nicht verfärbt dadurch, wenn mich nicht alles täuscht. Also von dem war ich ein wenig enttäuscht. Dann hat mein Verlobter leer gemacht von Axe Black Knight. Sieht so aus, sind 200 Milliliter. Das für, ich weiß, hat er es sehr, sehr gut, weil er ja ein Axe-Fan ist. Und ja. Dann habe ich hier von TTZ Sinnensalze, Zeit für dich, eine Auszeit genießen und sich treiben lassen. Entspannendes Pflegebad, Hibiskusblüten und weißer Tee. Muss ich auch mal ran. Ja, riecht also sehr, sehr blumig, muss ich sagen. Und zwar, ja, und 60 Gramm drin und fand ich sehr gut. Ja, dann habe ich auch leer gemacht, glaube ich, das war ich, von Axe Body Wash Cool Charge 12 Stunden, also 12 Hours,
Sieht so aus, sind 200 Milliliter. Und ja, fand ich glaube ich als okay. Guck mal. Ja, fand ich ganz okay. Und ja. Dann hab ich auch leer gemacht von Farmen. Sport Recharge. Duschgel, sieht so aus. Wenn ihr seht, dass immer noch ein bisschen drin ist, das habe ich dann immer nicht ganz rausgekriegt. Und zwar, wie ihr seht, ist es lila. Und da sind hier drauf belebender Duft. Sind 250 Milliliter drin. Und ja, fand ich ganz okay. Dann habe ich hier nochmal einen Badezusatz. Und zwar von Dresdner Essenz. Taufrisch. Pflegebad mit dem Duft aus Wasserlilie und Aloe Vera. Nachhaltige Frische. Sieht so aus. Und auch 60 Gramm. Und ja, roch halt auch sehr, sehr frisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, fand ich sehr, sehr gut. Und irgendwas ist jetzt mit meiner Kamera. Moment. Okay. Dann habe ich hier von Alverde Men 3-in-1 Duschgel. Körper, Gesicht und Haar. Da sieht es so aus. Ah, ich merke schon, dass wieder meine Kamera das wieder nicht so macht, wie ich das will. Also verzeiht es mir bitte. Ich muss wieder an Einstellungen wieder arbeiten. Sind 200 Milliliter und fand ich also ganz okay. Dann habe ich als nächstes ein Deo von Nivea. Fresh Flower, 0% Aluminium, 48 Stunden. Sieht so aus. Und ja, fand ich sehr, sehr gut. Schön frisch. Und sind 150 Milliliter, genau. Und ja, fand ich gut. Dann habe ich auch wieder ein Duschgel. Habe ich auch wieder leer gemacht. Und zwar auch von Nivea. Lemongrass and Oil. Sieht so aus. Sind 250 Milliliter und fand ich sehr gut, schön frisch und ja, will ich mir auch wieder kaufen. Langsam fruchtet sich meine Kamera ein. Dann habe ich nochmal ein Deo von Nivea leer gemacht und zwar Fresh Pure, auch 0% Aluminium, 48 Stunden. Fand ich auch sehr gut und ja, auch 150 Milliliter. Ja, ich habe jetzt noch so viele Deos, die ich noch leer machen muss. Und ja, da habe ich wieder meine Zahnpasta leer gemacht. Das ist die von Blender Med. Fand ich viermal gut. Da habe ich wieder einen Badesatz leer gemacht. Spuren im Sand, Meertau und Petiva. Genau, abschalten und den Kopf frei bekommen. Muss ich mal dran riechen. Ja. Vielleicht kann man sagen, ja, nach Urlaub und ja, richtig schön toll. 60 Gramm sind drin. Und ja, fand ich gut. Dann nochmal ein Badezusatz. Glücksgefühl flinkt mit goldenem Osmatusduft und Zitronengras. Genau. Sieht so aus. Auch 60 Gramm und dürfte eigentlich schön blumig gerochen haben. Ja, genau. Da habe ich leer gemacht. Von da pure Verwöhnung. Nutrium Moisture. Das sieht so aus. Das habe ich jetzt noch einmal auch zu Hause. In 250 Milliliter. Und fand ich sehr, sehr gut. Habe ich länger gemacht eine Spülung von Glescour und zwar Oil Nutrive Spülung. Genau, sieht so aus. Und zwar für genau, längeres, splissanfälliges Haar. Genau. Fand ich ganz okay, da probiere ich mich auch meistens immer durch.
Jetzt habe ich gerade eine von Nivea. Die finde ich auch sehr. Nee, nicht von Nivea, von Rewe. Die finde ich auch sehr, sehr gut. Das ist so viel geworden in den 3 Monaten. Ja, ich habe auch noch nie so eine lange Pause gemacht. Ja. Dann habe ich eigentlich Badesalz von Isana, Badesalz, Veilchen und Rotklee. Mit Rotklee-Extrakt, pflegend und erholsam. Sieht so aus. Sind 80 Gramm. Und ja, auch sehr, sehr gut. Genau, dann habe ich eine Maske gemacht. Und zwar die Honey Mask, regenerierend und reparierend. Genau, von Garnier. Fand ich sehr, sehr gut. Und ja, wenn ihr wollt, ich habe jetzt ganz schön viel auch Masken gesammelt, dass ich vielleicht mal ein Maskenprojekt mache. Jedenfalls schreibt mir das mal unten in die Kommentare, ob ihr Lust dazu habt. Dann mache ich das sehr, sehr gerne für euch. Ich habe nämlich so ganz schön viel Masken gesammelt und die ich nach und nach machen werde. Und ja, mal sehen, vielleicht nehme ich euch dann gerne mal mit. Da habe ich ja gedacht, genau. Und zwar von Nivea. Harmes ist das Shampoo. Es ist eins von den dreien, die ich auf jeden Fall jetzt immer am Hause haben werde. Und ja, fand ich auch sehr, sehr gut. Und ja, es sind genau 250 Milliliter und fand ich, wie gesagt, sehr gut. Verzeiht mir bitte das mit meiner Kamera. Ich merke das hier selber im Display. Aber ich will das jetzt auch erstmal jetzt drehen, das Video, und dann muss ich mich halt mal darum kümmern, dass es auch besser wird. Und zwar habe ich jetzt, das ist jetzt schon lange her, von Isana, Milde Seife Sensitive. Sieht so aus, dieser Spender. Einen Spender fand ich sehr, sehr gut und die Seife auch. Und ja, fand ich ganz okay. Falls ihr jetzt hier einer von meiner Katzen hört, verzeiht es mir, der sitzt jetzt gerade hier oben auf dem Kratzbaum und miaut. Dann habe ich hier eine Handcreme von Florena, Anti-Age-Pflege, Q10 mit Aprikosenkernöl. Also irgendwas ist hier auch ausgelaufen, wie ihr seht, und das sieht alles eklig aus, keine Ahnung, was das ist. Ja, die fand ich auch sehr, sehr gut. Ja, weil da habe ich auch fast in jedem Raum habe ich eine Handcreme zu stehen. Ja, wir sind bald durch, Leute. Dann habe ich nochmal von Dresdner Essenz ein Badezusatz, und zwar Tag am Meer. Ja, Kokosöl, genau, mit Kokosöl. Sieht so aus. Ja, wie gesagt, sind alle von Dresdner Essenz, was ich bis jetzt hatte, alles sehr gut, außer das eine von Dresdner Essenz. Ja, sind 60 Gramm und fand ich auch sehr gut. Dann habe ich nochmal eine Zahnpasta. Auch leer. Ich habe auch so viel Kleinkram jetzt leer gemacht, mal zwischendurch. Dann habe ich einmal die Erdbeermaske leer gemacht. So. Ja, fand ich auch sehr, sehr gut. Und habe ich, glaube ich, sogar noch eine da. Dann habe ich von Diadermin eine Tagescreme leer gemacht. Ja, dazu kann ich nichts sagen, weil es halt nur so eine kleine Probe ist. Dann habe ich von Revitaloop Pflegekapsel Hydro Booster mit Ginkgo und Vitamin E. Habe ich auch mal jetzt gekauft und fand ich auch, ja, sehr gut. Konnte ich mich nicht beklagen. Jetzt habe ich noch die Nachtkapsel. Wir haben es vielleicht geschafft, Leute. Genau, dann habe ich noch mal eine Handcreme leer gemacht, und zwar von Isana Young Handcreme Nachteule. Die gibt es jetzt auf keinen Fall mehr. Habe ich auch jedenfalls nicht mehr gesehen. Mit 75 Milliliter und ja, fand ich gut. Dann habe ich noch mal eine von Revitaloop eine Hydromaske leer gemacht. Sieht so aus. Genau, das, dann habe ich, genau, das ist, glaube ich, eine
von Balea, mich nicht alles täuscht, mit Plankton und Perlen für alle Hauttypen eine Maske. Die ist auch so grün, wie das da drauf ist. Fand ich ganz okay. Dann eine Feuchtigkeitsmaske hier von Rossmann. Erfrischt die Haut spürbar mit Aloe Vera. Dann habe ich hier noch mal eine Handcreme. Das war auch so eine von Isana Young. Handcreme Romantic. Die sieht so aus. Fand ich auch sehr, sehr gut. Leute, das wird echt ein langes Video. Genau, das war es auch schon. Ich hebe vielleicht noch eine Sache auf, die mir noch auf dem Boden gelandet ist. Dann habe ich eine Mascara leer gemacht, und zwar die I Love Extreme. Was ist das jetzt? Warum ist die jetzt aus? Okay, ich weiß jetzt ja, ob ihr meinen Schrein oder so hier drauf habt, weil ich bin gerade ausgerastet, weil mein Bild schwarz war. Oh, furchtbar ist jetzt mit meiner Kamera. Ich muss das jetzt echt noch durchkriegen. Verzeiht mir bitte, wenn es jetzt zwischendurch mal schwarz war und ich echt rumgerastet bin jetzt mal. Ja, wie gesagt, wir waren stehen geblieben bei der I Love Extreme. Habe ich leer gemacht und die fand ich gut. Jetzt liegt noch eine Sache auf dem Boden. Die hebe ich mal eben auf. Genau. So heißt es auch wie eine Tagespflege. Kann ich auch gar nicht mehr lesen, weil ich es einfach oben abgerissen habe. Und so. Ja, die fand ich ganz gut, auch wenn man das nicht so viel zu sagen kann. Aber ich fand sie ganz okay. So, meine Lieben, das war mein Aufgebrauch von 3 Monaten. Wie gesagt, verzeiht mir, wenn alles jetzt auch so ein bisschen kreuz und quer gegangen ist. Und ja, dass mir meine Kamera nicht so hinhaut, wie ich das eigentlich will. Und verzeiht mir auch meinen Ausraster, weil das Bild jetzt so schwarz war. Und es ist mir alles. Ja, es ist halt die Kamera. Und ja, ich werde sehen, dass ich das in meinem nächsten Video, dass es da auf jeden Fall besser wird. Und ich werde jetzt wahrscheinlich zum Wochenende mal wieder auch ein neues Video wieder machen. Und zwar wird es ein Sammelhaul sein, wird auch ein großer Haul sein. Ja. Und jedenfalls habt ihr jetzt mal wieder was von mir gehört. Und dass ich jetzt halt wieder zurück bin. Wie gesagt, verzeiht mir alles jetzt, da alles so kreuz und quer gegangen ist. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.